Hey, willkommen zu einem neuen Video. Australien ist ein Land, das für seine einzigartige und vielfältige Tierwelt bekannt ist und über 600.000 Tierarten beherbergt. Ein großer Teil dieser Tiere gilt als gefährlich. Heute zeigen wir euch die 30 gefährlichsten Tiere Australiens. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 30. Die Rohrkröte, auch Toadzilla genannt, wurde ursprünglich in den 1930er Jahren in Australien eingeführt, um die Käferpopulation zu kontrollieren, die die Zuckerrohrkulturen schädigte. Da sie keine natürlichen Fressfeinde hat, gilt sie als sehr gefährlich für die einheimische Tierwelt Australiens. Das liegt daran, dass sie für viele Raubtiere, die versuchen, sie zu fressen, giftig sind. Die Kröten scheiden über Drüsen auf ihrer Haut eine giftige Substanz aus. Am 12. Januar 2023 wurde eine riesige Rohrkröte von einem Parkranger im Conway National Park im Bundesstaat Queensland gesichtet. Mit einem Gewicht von 2,7 Kilogramm brach sie den Weltrekord und wurde Toadzilla genannt. Leider hat sie nicht überlebt, aber wenn sie überlebt hätte, hätte sie bis zu 35.000 Eier legen können. Nummer 29. Australische Huntsman-Spinnen sind eine Gruppe großer, schneller Spinnen, die für ihre langen Beine und ihre typisch braune oder graue Farbe bekannt sind. Anders als die meisten Spinnen, die Netze weben, um Beute zu fangen, jagen diese Spinnen ihre Beute aktiv und injizieren ihr Gift. Man findet sie oft in Häusern und anderen Gebäuden, wo sie sich von Insekten und anderen kleinen Lebewesen ernähren. Aufgrund ihrer Größe und Geschwindigkeit können sie ziemlich einschüchternd sein. In 9 von 10 Fällen ziehen sie es vor, wegzulaufen. Aber Mütter werden dich bekämpfen. Obwohl ihr Gift für Menschen nicht tödlich ist, kann es Übelkeit und Kopfschmerzen verursachen. Nummer 28. Der portugiesische Seekrieger ist ein quallenartiges Meerestier, das oft in großen Gruppen von über 1000 Tieren schwimmt. Diese Tiere sind normalerweise in warmen Gewässern und nahe der Wasseroberfläche anzutreffen und bewegen sich mit ihren charakteristischen, durchscheinenden blauen und lila Segeln mit der Strömung. Die Qualle ist für ihre langen, schwimmenden Tentakel bekannt, die mit stechendem Nematozysten ausgestattet sind, mikroskopisch kleinen Kapseln, die mit Gift gefüllte Harpunen enthalten. Diese stechenden Kapseln können schon durch eine leichte Berührung aktiviert werden und sind in der Lage, kleine Fische und Krebse zu lähmen und sogar zu töten. Obwohl die Qualle für Menschen selten tödlich ist, kann ihr Gift extreme Schmerzen und lang anhaltende Striemen auf der Haut verursachen. Nummer 27. Der Tigerkoll ist ein faszinierendes, aber potenziell gefährliches Tier, das in Australien vorkommt. Sein Lebensraum umfasst verschiedene Landschaften von dichten Wäldern bis hin zu Regenwäldern, vor allem in den östlichen und südöstlichen Teilen Australiens, einschließlich Tasmanien. Als größtes überlebendes Beuteltier des Kontinents genießt es aufgrund seiner räuberischen Natur und seiner starken Jagdfähigkeiten enormen Respekt. Mit seinen scharfen Zähnen, dem kräftigen Kiefer und seiner Vorliebe für die Jagd auf eine Vielzahl von Beutetieren, darunter kleine Säugetiere, Vögel und sogar andere Beuteltiere, ist er zweifelsohne ein beeindruckendes Raubtier. Eine Begegnung mit ihm ist selten, aber Vorsicht ist geboten. Ihr Fleischfresserinstinkt und ihre Beweglichkeit machen sie zu geschickten Jägern und sie können sich bedroht fühlen, wenn man sich ihnen nähert, was zu einem defensiven Verhalten führt. Nummer 26. Bulldog-Ameisen sind eine Gruppe großer, aggressiver Ameisen, die beißen und stechen können und hauptsächlich in Australien vorkommen. Sie sind für ihre Größe bekannt, die normalerweise zwischen 1,5 und 3,0 cm liegt, und sie setzen ihre kräftigen Kiefer zur Verteidigung und zum Ergreifen von Beute ein. Sie sind auch für ihre schmerzhaften Stiche bekannt, die sie mit einem scharfen Stachel am Ende ihres Hinterleibs abgeben, der starke Schmerzen verursacht, die Stunden oder sogar Tage andauern können. Neben ihren schmerzhaften Stichen können diese Ameisen auch Ameisensäure aus ihrem Hinterleib versprühen, die Hautreizungen und Entzündungen verursacht. Nummer 25. Vor allem der südliche Kasuar wird oft als der gefährlichste Vogel der Welt angesehen, weil er bei Provokation großen Schaden anrichten kann. Diese Vögel sind von Natur aus scheu und können in freier Wildbahn schwer zu entdecken sein, besonders in ihrem natürlichen Lebensraum im Regenwald. Wenn sich ein südlicher Kasuar jedoch bedroht fühlt, kann er aggressiv werden und seine dolchartigen Krallen einsetzen, um potenziell tödliche Wunden zuzufügen. In solchen Situationen solltest du dich auf keinen Fall hinhocken oder hinlegen, denn das erhöht das Risiko eines Angriffs. Interessanterweise sind gewalttätige männliche südliche Kasuare für das Ausbrüten der Eier und die Aufzucht der Küken verantwortlich, was bis zu 9 Monate dauern kann. Während dieser Zeit solltest du also auf gar keinen Fall in ihrer Nähe sein.
Nummer 24. Die Missulena-Spinne ist dafür bekannt, dass sie sehr aggressiv ist und eine Angriffshaltung einnimmt, wenn sie bedroht wird. Ihr Gift kann hochgiftig sein und stellt bei einem Biss eine ernste Gefahr für den Menschen dar. Die meisten Spinnen sind braun, aber einige haben eine leuchtende Zeichnung, die von strahlendem Blau bis zu leuchtendem Rot reicht. Außerdem kann das Gift dieser Spinne Hautnekrosen verursachen, die zu tiefen, schmerzhaften Wunden führen. Es gibt jedoch auch eine gute Nachricht. Eine rechtzeitige Behandlung mit dem richtigen Gegengift kann die Auswirkungen des Bisses verringern und Komplikationen verhindern. Warte nicht ab, ob Symptome auftreten, sondern suche so schnell wie möglich professionelle medizinische Hilfe auf. Nummer 23. Wenn sie wie eine Schlange aussieht und das Muster eines Tigers hat, solltest du so schnell wie möglich weglaufen. Tigerschlangen sind eine giftige Schlangenart, die in Südaustralien einschließlich Tasmanien und den Küsteninseln heimisch ist. Aufgrund ihres hochgiftigen Giftes sind sie als eine der gefährlichsten Schlangen Australiens bekannt. Sie haben markante Bänder, die stark an die Streifen eines Tigers erinnern, daher ihr Name. Was sie noch 10-mal furchterregender macht, ist, dass Tigerschlangen flinke Kletterer sind und mühelos auf Bäume und andere Strukturen klettern können, wobei sie oft eine Höhe von bis zu 10 Metern über dem Boden erreichen. Sie können auch in verschmutzten, wasserreichen Umgebungen überleben, die andere Schlangen nicht vertragen. Nummer 22. Weiße Haie sind Spitzenprädatoren, was bedeutet, dass sie keine natürlichen Feinde im Ozean haben. Australien ist die Heimat von mehr als 182 Haiarten und damit eines der haireichsten Gebiete der Welt. Australien ist auch das zweitbeliebteste Land für Haitauchgänge im Käfig. Das Great Barrier Reef ist ein beliebter Tauchplatz, um Haien ganz nah zu kommen. Die Größe, die Geschwindigkeit und das kräftige Gebiss mit den scharfen Zähnen machen den weißen Hai so unglaublich gefährlich. In Australien sind weiße Haie für zahlreiche unprovozierte und manchmal tödliche Angriffe auf Menschen verantwortlich. Diese Angriffe ereignen sich vor allem in Gebieten, in denen Menschen ins Wasser gehen, um zu surfen oder zu schwimmen. Und weiße Haie können Menschen manchmal mit Beutetieren wie Robben verwechseln. Nummer 21. Die australische Elster ist eine bekannte und weit verbreitete Vogelart, die in ganz Australien vorkommt. Während diese Vögel oft für ihr schönes schwarz-weißes Gefieder bewundert werden, sind sie auch dafür bekannt, dass sie gefährlich sein können. Während der Brutzeit zwischen Juli und November können sie aggressiv werden, besonders wenn Menschen ihren Nestern zu nahe kommen. Sie sind intelligente Vögel, die menschliche Gesichter erkennen können und oft Menschen angreifen, die sie als Bedrohung empfinden. Es gibt mehrere erschreckende Videos von Menschen auf Fahrrädern, die von den Vögeln einfach plötzlich angegriffen wurden. Dieses Verteidigungsverhalten ist als Sturzflug bekannt, bei dem der Vogel mit hoher Geschwindigkeit auf die vermeintliche Bedrohung herabstürzt und auf Kopf und Augen zielt. Die Anwohner tragen während der Brutzeit oft Hüte oder Regenschirme, um sich zu schützen. Nummer 20. Der Blaufleckenkrake ist eines der giftigsten Tiere der Welt und kann einen Menschen mit nur einem Biss töten. Das Gift dieser Kraken enthält Tetrodotoxin, ein starkes Nervengift, das zu Atemstillstand und Lähmungen führen kann. Trotz ihrer geringen Größe sind sie hochgiftig und sollten nur mit äußerster Vorsicht angefasst werden. Oder gar nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Die blauen Ringe auf ihren Tentakeln dienen als Warnung für potenzielle Fressfeinde und sie zeigen diese Ringe, wenn sie sich bedroht fühlen. Der Blauring-Oktopus jagt nicht aktiv nach Menschen und beißt nur zur Selbstverteidigung oder wenn er sich in die Enge getrieben fühlt. Da ihr Gift hochgiftig ist, gibt es derzeit kein Gegengift für Menschen, also haltet dich am besten von ihnen fern. Nummer 19. Der Zikadenkiller ist eine große, einzeln lebende Wespenart, die zur Gattung Spezius gehört. Trotz ihres einschüchternden Namens sind diese Wespen im Allgemeinen nicht gefährlich für Menschen und sind nicht dafür bekannt, dass sie aggressiv sind, es sei denn, sie werden direkt bedroht. Für Zikaden, die ihre Hauptbeute sind, können sie jedoch als gefährlich gelten. Die weibliche Art ist mit einem gewaltigen Stachel ausgestattet, mit dem sie ihre Beute lähmt. Manche Weibchen können bis zu 5 cm lang werden, eine beeindruckende Größe für eine Wespe. In Australien findet man sie in verschiedenen Regionen des Landes, da sie ein warmes und trockenes Klima bevorzugen. Man sieht sie oft in offenen Gebieten wie Gärten, Parks und sandigen oder kiesigen Böden, wo sie ihre Höhlen bauen. Nummer 18. Steinfische findet man in flachen Küstengewässern und Flussmündungen entlang der australischen Küste. Sie gehören zu den giftigsten Fischarten und gelten als sehr gefährlich für den Menschen. Seine Rückenflosse enthält insgesamt 13 kräftige Stacheln, die ein hochgiftiges Gift abgeben können. Wenn du von einem Stachel gestochen wirst, kann der Giftstachel extreme Schmerzen, Schwellungen und möglicherweise tödliche Folgen verursachen.
Zum Glück sind Steinfische nur gefährlich, wenn man auf sie tritt oder sie versehentlich anfasst. Darauf solltest du auf jeden Fall achten, denn der Steinfisch hat die Fähigkeit, sich gut zu tarnen. Nummer 17. Kängurus sind nicht die freundlichen Tiere, für die man sie halten könnte. Sowohl manche männliche als auch weibliche Kängurus sind groß und kräftig und dafür bekannt, dass sie Menschen Verletzungen zufügen können. Wusstest du, dass sie sich auch mit einem Hund prügeln können? Außerdem sind Kängurus in Australien vor allem nachts aktiv und es kommt leider manchmal zu Zusammenstößen. Sie sind deshalb so gefährlich, weil sie scharfe Krallen und kräftige Hinterbeine haben. Eine interessante Tatsache ist, dass Kängurus eines der stärksten Hinterbeine aller Tiere auf der Welt haben. Mit ihren Hinterbeinen können sie in erstaunliche Höhen springen und sogar einen kräftigen Tritt ausführen, der tödlich sein kann. Nummer 16. Der Riesentausendfüßler ist ein furchterregender und gefährlicher Gliederfüßler, der in verschiedenen Regionen Australiens vorkommt. Er ist für seine beeindruckende Größe und sein räuberisches Wesen bekannt und kann eine Länge von 20 cm erreichen. Der Riesentausendfüßler kann bis zu 21 Beinpaare haben und jedes Bein ist mit scharfen Klauen ausgestattet, mit denen er seine Beute fängt und bewegungsunfähig macht. Sobald sie ihr Opfer gefunden haben, injizieren sie ein starkes Gift durch ihre scharfen Reißzähne. Das Gift enthält Enzyme, die das Gewebe zersetzen und es dem Tausendfüßler erleichtern, seine Mahlzeit zu verzehren. Obwohl das Gift des Riesentausendfüßlers für den Menschen nicht unbedingt lebensbedrohlich ist, kann sein Biss extrem schmerzhaft sein. Außerdem kann er Schwellungen und allergische Reaktionen hervorrufen, die zu schwereren Symptomen führen. Nummer 15. Der Goanna ist eine große Raubtierechse, die in Australien beheimatet ist. Dieses beeindruckende Reptil kann eine Länge von bis zu 2 Metern erreichen und hat eine Reihe von furchterregenden Waffen entwickelt, mit denen es Beute fangen kann. Sie sind furchterregende Kreaturen, die mit langen Klauen und scharfen Zähnen ausgestattet sind, mit denen sie leicht auf Bäume klettern können. Sie sind hauptsächlich tagsüber aktiv und jagen meist am frühen Morgen und am späten Nachmittag. Mit ihren kräftigen Muskeln können sie Gefahren ausweichen und sie besitzen auch giftigen Speichel, den sie in oralen Drüsen produzieren. Das Gift ist für den Menschen jedoch nicht so gefährlich wie Schlangengift und es sind keine Fälle bekannt, in denen sie tödlich verlaufen sind. Nummer 14. Die australische Braunschlange ist eine der giftigsten Schlangen Australiens und für die meisten Schlangenbisse in diesem Land verantwortlich. Sie hat einen giftigen Speichel entwickelt, der für Menschen hochgiftig ist. Ihr Gift enthält Neurotoxine, die das zentrale Nervensystem schnell lahmlegen können, was zu Lähmungen und tödlichen Komplikationen führt. Sie haben ein aggressives Temperament und sind bereit anzugreifen, wenn sie sich bedroht fühlen. Während andere Schlangen dazu neigen, Menschen zu meiden, bleibt die australische Braunschlange oft standhaft oder geht sogar auf Menschen zu, wenn sie eine Bedrohung wahrnimmt, anstatt zu fliehen. Sie können sich schnell bewegen und sind gut getarnt, sodass es schwierig ist, ihnen auszuweichen, wenn sie gestört werden. Nummer 13. Der Tigerhai ist eine große und kräftige Haiart, die für ihre gefährliche Natur bekannt ist. Ihren Namen verdanken sie den ausgeprägten dunklen Streifen an ihren Seiten, die dem Muster eines Tigers ähneln, daher der Name Tigerhai. In Australien findet man sie vor allem in den Küstengewässern der nördlichen und östlichen Regionen, einschließlich des Great Barrier Reefs. Einer der Hauptgründe, warum Tigerhaie als sehr gefährlich gelten, ist ihr Ruf als opportunistische Raubtiere. Ihr Speiseplan ist breit gefächert und umfasst Fische, Meeresschildkröten, Meeressäuger, Seevögel und sogar andere Haie. Sie sind als Aasfresser bekannt und werden aufgrund ihrer Fähigkeit, eine Vielzahl von Gegenständen zu verzehren, manchmal auch als Mülleimer der Meere bezeichnet. Tigerhaie können eine Gefahr für Schwimmer, Surfer und Taucher darstellen, besonders in Gebieten, in denen menschliche Aktivitäten mit ihrem natürlichen Lebensraum zusammentreffen. Angriffe auf Menschen sind zwar relativ selten, aber Begegnungen mit Tigerhaien kommen dennoch vor, weshalb du beim Schwimmen oder bei anderen Aktivitäten im Wasser besonders wachsam sein solltest. Nummer 12. Dingos sind wilde Hunde, die in Australien vorkommen und im Allgemeinen als zahm gelten. Es hat jedoch Fälle gegeben, in denen Dingos Menschen angegriffen haben, meist wenn sie sich bedroht oder in die Enge getrieben fühlten. Dingos sind dafür bekannt, dass sie Menschen im Auge behalten, aber in den meisten Fällen greifen sie nicht an, es sei denn, sie fühlen sich provoziert oder du kommst ihrem Revier einfach zu nahe. Sie schützen ihr Land und ihre Jungen um jeden Preis und ihre Aggression ist oft ein Verteidigungsmechanismus. Und die Chancen stehen gut, dass du nicht nur einem Dingo begegnest. Als Rudeltiere leben sie in Gruppen und sind geschickte Jäger, die in der Lage sind, Beute zu fangen, die viel größer ist als sie selbst. Nummer 11.
Die australische Seewespe ist eine sehr gefährliche und giftige Quallenart, die in den Gewässern um Australien vorkommt. Diese Meereskreatur gilt als eine der giftigsten Quallen der Welt und stellt eine große Gefahr für alle dar, die mit ihr in Kontakt kommen. Die Gefahr liegt in ihrem starken Gift, das durch spezielle Tentakel freigesetzt wird, die an ihrem glockenförmigen Körper hängen. Diese Tentakel können bis zu 3 Meter lang werden, was ihn in seinem Unterwasserlebensraum zu einem gefürchteten Raubtier macht. Das Gift enthält Toxine, die auf das Nervensystem, das Herz und die Haut wirken, was für die Gestochenen schwere und sogar tödliche Folgen haben kann. Schwimmer, Schnorchler und Taucher in australischen Gewässern sollten sich des potenziellen Risikos also bewusst sein und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Nummer 10. Die Zecke ist einer der gefährlichsten Parasiten in Australien. Der Speichel der Zecke enthält ein Gift, das für Tiere und Menschen tödlich ist. Das Gift kann Lähmungen in den Muskeln einschließlich des Herzens und der Lunge verursachen, was zu Atemproblemen und sogar zu tödlichen Folgen führen kann. Es ist auch sehr schwierig, sie zu vermeiden. Zecken sind in Australien an vielen Orten zu finden, vor allem in den Küstengebieten. Sie sind in warmen und feuchten Umgebungen häufig anzutreffen und es ist schwierig, diese Gebiete zu meiden, da sich Zecken an der Kleidung, an Menschen oder anderen warmblütigen Tieren festsetzen können. Die Symptome eines Zeckenbisses treten oft erst nach einigen Tagen auf, sodass es für die Betroffenen schwierig ist, sofort Maßnahmen zu ergreifen. Sobald die Symptome auftreten, kann es bereits zu spät sein. Nummer 9. Die Redback-Spinne ist für ihre auffällige rote Zeichnung bekannt und verursacht beim Menschen nach einem Biss eine Reihe von Symptomen. Das Gift dieser Spinne ist neurotoxisch und beeinträchtigt die Funktion des Nervensystems. Es kann starke Schmerzen, Muskelschwäche und sogar Lähmungen verursachen. Sie sind auch auf andere Weise gefährlich. Rotrückenspinnen sind sehr produktiv und ein einziges Weibchen kann bis zu 10.000 Eier legen. Das bedeutet, dass sie schnell große Populationen bilden können und es kann schwierig sein, sie zu finden und zu entfernen. Es kann auch schwierig sein, sie zu identifizieren, da ihre Zeichnung variieren kann, besonders bei jüngeren Spinnen. Das macht es für Menschen schwierig zu erkennen, ob sie es mit einer Redback-Spinne oder einer anderen Art zu tun haben. Nummer 8. Das Schnabeltier ist das einzige giftige Säugetier, das ausschließlich in Australien vorkommt. Das Gift in seinem Speichel ist einzigartig unter den Säugetieren und besteht aus einem Cocktail aus verschiedenen Proteinen. Die genaue Zusammensetzung des Giftes kann je nach Standort der Population und sogar des einzelnen Tieres variieren. Das Gift wird während der Paarungszeit durch Sporne an den Hinterbeinen des Männchens abgegeben, wobei die größten und giftigsten Sporne an den Hinterbeinen zu finden sind. Das Gift dient unter anderem dazu, Beutetiere unschädlich zu machen, sich gegen Raubtiere zu verteidigen und die Dominanz während der Paarungszeit zu sichern. Wenn ein Schnabeltier angreift, kann es zunächst sein, ein warnendes Knurren oder ein Zischen von sich zu geben. Bleibt die Bedrohung bestehen, kann es mit seinem Schnabel, der mit scharfen Spornen bedeckt ist, mehrere Bisse zufügen. Nummer 7. Stechrochen sind eine Familie von Rochen, die häufig in tropischen Küstengewässern vorkommen, auch in Australien. Das Gift eines Rochens befindet sich in den Stacheln an seinem Schwanz, die er zur Selbstverteidigung einsetzt. Die Stacheln sind nadelartige Strukturen mit gezackten Rändern und können eine große Menge Gift injizieren. Die häufigsten Symptome eines Stachelrochenstichs sind starke Schmerzen, Schwellungen und Rötungen an der Einstichstelle. In manchen Fällen kann das Gift zu Muskelkrämpfen, Erbrechen, Durchfall und sogar zu Krampfanfällen führen. Stachelrochen sind im Allgemeinen nicht aggressiv gegenüber Menschen und stechen nur, wenn sie provoziert oder bedroht werden. Die häufigste Art, wie Menschen von einem Rochen gestochen werden, ist, wenn sie versehentlich auf einen Rochen treten, vor allem in seichtem Wasser, wo man sie nur schwer sehen kann. Nummer 6. Kegelschnecken gehören zu den giftigsten Tieren auf der Erde und ihr Gift reicht aus, um 700 Menschenleben zu vernichten. Das Gift ist ein komplexer Cocktail aus verschiedenen Giften, darunter Peptide, die das Nervensystem des Opfers angreifen können. Sie setzen ihr Gift sowohl zur Verteidigung als auch zum Fangen von Beute ein. Sie benutzen einen harpunenartigen Zahn, die Radula, um ihr Gift zu injizieren. Das Gift lähmt dann die Muskeln des Opfers und macht es ihnen leicht, ihre Beute zu fangen. Diese Schnecken sind in verschiedenen Meeresumgebungen zu finden, zum Beispiel in Korallenriffen und an felsigen Küsten. In Australien findet man sie in den Gewässern des Great Barrier Reefs, im Northern Territory und in Teilen von New South Wales. Nummer 5. Bullenhaie sind zwar nicht die größte Haiart, aber ihr aggressives Verhalten und ihre kräftigen Kiefer machen sie zu einer der gefährlichsten Haiarten überhaupt. Sie sind für ihre zahlreichen Angriffe pro Jahr bekannt.
Der Name Pullinhai kommt von ihrer kurzen, kräftigen Körperform und ihrem stierähnlichen Aussehen. Sie zeigen auch ein kraftvolles Verhalten und sind dafür bekannt, dass sie ihre Beute rammen, um sie zu betäuben oder bewegungsunfähig zu machen, bevor sie wieder angreifen. Bullenhaie kommen sowohl im Salz als auch im Süßwasser vor und können eine große Bandbreite an Salzgehalten tolerieren, was es ihnen ermöglicht, weit ins Landesinnere durch Flusssysteme zu wandern. Sie sind in erster Linie Fleischfresser und ernähren sich von einer breiten Palette an Beutetieren, darunter Fische, andere Haie und sogar Meeressäugetiere. Sie sind auch opportunistisch und dafür bekannt, dass sie die Fänge anderer Raubtiere einfach plündern und stehlen. Nummer 4. Das Gift der Inland-Taipan-Schlange ist ein Nervengift, das innerhalb von 45 Minuten zu Lähmungen und schließlich zum Tod führen kann. Es ist extrem stark und verursacht eine Lähmung der Atemmuskulatur, was zu einem atemlosen Ende führt. Dieses Gift ist stark genug, um große Tiere wie Kühe innerhalb weniger Stunden nach dem Biss zu töten. Die Schlange ist für ihr aggressives Wesen bekannt und greift auch ohne Provokation einfach so an. Sie beißt schnell zu und ist dafür bekannt, dass sie mehrmals zubeißt und bei jedem Biss große Mengen an Gift injiziert. Das Erschreckende daran ist, dass sie aus einer Entfernung von bis zu 2/3 ihrer Körperlänge zuschlagen können. Das heißt, selbst wenn du denkst, dass du dich in sicherer Entfernung befindest, könntest du dich etwa in Reichweite des Bisses befinden. Nummer 3. Die Sydney Funnel Web Spider ist eine hochgiftige und gefährliche Spinnenart, die in Australien vorkommt. Sie ist in den östlichen Regionen von New South Wales beheimatet, einschließlich der Metropolregion von Sydney. Man findet sie vor allem in bewaldeten Gebieten und Vorstadtgärten und sie bevorzugt feuchte und geschützte Lebensräume. Die Spinne ist berüchtigt für ihr aggressives Verhalten und ihr starkes Gift, das sie zu einer der tödlichsten Spinnen der Welt macht. Ihr Gift enthält Neurotoxine, die das Nervensystem schnell angreifen und zu ernsten medizinischen Problemen führen können, wenn sie nicht behandelt werden. Vor allem die männlichen Arten sind aggressiv und zeigen ein aggressives Verhalten, wenn sie sich bedroht fühlen. Wenn eine Person gebissen wird, ist es wichtig, sofort medizinische Hilfe zu suchen. Das Gift kann eine Reihe von Symptomen verursachen, darunter starke Schmerzen, Schwellungen, Schweißausbrüche, erhöhte Herzfrequenz und möglicherweise sogar tödliche Folgen, wenn es eben nicht sofort behandelt wird. Nummer 2. Die Ohrenqualle ist eine der gefährlichsten und giftigsten Kreaturen in den Gewässern um Australien. Diese Qualle ist bekannt für ihre kastenförmige Glocke und die langen tentakelartigen Anhängsel, die an jeder Ecke hängen. Sie kommt vor allem in den Küstengewässern Nordaustraliens vor, einschließlich des Great Barrier Reefs, und kann auch in den Gewässern von Queensland, dem Northern Territory und Westaustralien gesehen werden. Die Qualle gilt aufgrund ihres starken Giftes als extrem gefährlich. Es enthält Toxine, die bei Menschen schnell zu schweren Stichen und potenziell lebensbedrohlichen Reaktionen führen können. Ihre Tentakel können bis zu 3 Meter lang werden und jeder Tentakel ist mit tausenden von winzigen, harpunenartigen Nematozysten bedeckt. Wenn die Qualle die menschliche Haut berührt, feuern die Nematozysten ihr Gift ab und verursachen starke Schmerzen und auch sofortige Hautausschläge. Neben den Schmerzen kann das Gift eine Reihe von Symptomen hervorrufen, darunter auch Übelkeit, Erbrechen, Atembeschwerden und in schweren Fällen einen Herzstillstand. Der Stich einer Ohrenqualle kann tödlich sein, vor allem wenn das Opfer mehrmals gestochen wird oder nicht sofort medizinische Hilfe erhält. Nummer 1. Salzwasserkrokodile gelten als eine der aggressivsten Krokodilarten der Welt und als das gefährlichste Tier überhaupt in Australien. Sie sind berüchtigt für ihre potenziell gefährlichen Interaktionen mit Menschen und verfügen über einen kräftigen Biss, der tödlich sein kann. Diese riesigen Krokodile können bis zu 6 bis 7 Meter lang werden und über 1 Tonne wiegen. Sie leben in den Küstengewässern, Sümpfen und Flüssen Nordaustraliens, vor allem in den abgelegenen Gebieten des Landes wie Queensland und Westaustralien. Was Salzwasserkrokodile so gefährlich macht, ist ihre aggressive und opportunistische Natur. Sie sind sehr geschickte Jäger und haben die Fähigkeit, sich an ihre Beute heranzupirschen und sie anzugreifen, oft ohne jede Vorwarnung. Sie können innerhalb von Sekunden zuschlagen und ihre Beute, auch Menschen, unter Wasser ziehen. Wenn du dich in Gebiete wagst, in denen Salzwasserkrokodile leben, musst du aus Sicherheitsgründen unbedingt die Warnschilder und örtlichen Hinweise beachten. Es ist wichtig, in zugelassenen und gesicherten Badebereichen zu schwimmen und sich von Gewässern fernzuhalten, in denen sich Krokodile aufhalten könnten. Das Ignorieren von Warnungen und rücksichtsloses Verhalten in der Nähe von Salzwasserkrokodilen kann schwerwiegende Folgen haben und ist daher dringend zu unterlassen. Der Respekt vor dem natürlichen Lebensraum dieser gefährlichen Raubtiere ist wichtig, um Konflikte zwischen Mensch und Krokodil zu vermeiden und die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Würdest du gerne mal Australien besuchen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.
Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.